Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. In diesem Video habe ich für dich das Unboxing der Glossy Box für den Monat Oktober. Die Glossy Box erscheint immer einmal pro Monat, ist eine Abo-Box und kostet ab 12,50 Euro pro Monat und pro Box. Diese 12,50 Euro, immer das im 12-Monats-Abo. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit für ein flexibles Abo, das man jederzeit kündigen kann. Dann ist sie halt ein bisschen teurer. Ich schreibe euch unten in die Beschreibung mal einen Code rein. Da könnt ihr 5 Euro auf eure erste Box sparen. Wenn ihr sagt, okay, ich habe auch Bock, die Glossy Box zu abonnieren, dann nutzt gerne meinen Code, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, wir fangen mal an und schauen mal rein, was uns diesen Monat erwartet. Generell ist es so, diesen Monat gab es 2 verschiedene Designs. Also ich habe einmal hier dieses grüne Design. Das gab es wohl auch noch in so einem rosa, lila Morphton, keine Ahnung. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass es eher meine Farbe ist als grün. Wobei ich sagen muss, hier, das ist sogar so ein grün-blau, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Das Thema war oder ist diesen Monat Written in the Stars. Ich habe jetzt diesen QR-Code schon gescannt. Der ist nämlich immer hier an der Glossy Box ist halt immer hier so ein Heftchen mit QR-Code. Und so gerade gucken, hier kam jetzt ein richtig guter Duft raus, wo ich es aufgemacht habe. Naja gut, auf jeden Fall habe ich das hier schon gescannt, den Code. Und kann ich das einfach mal zeigen. Also so sieht's aus. Wir hätten, wie gesagt, entweder diese grüne Box oder diese lilane Box. Ich habe jetzt die grüne Box. Ist ja auch egal, solange die Produkte super sind, interessiert mich das nicht ganz so doll. Wenn die Glossy Box ankommt, also die ist jetzt noch zu, hier fällt schon irgendwas rum. Ich habe jetzt auch noch nicht reingeschaut. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal zusammen auf und schauen da mal, was drin ist. Das ist auch ganz cool, weil das kommt jetzt hier auch passend zu dem Deckel wieder in so einer Farbe. Und hier ist es, es sind auch die Sternzeichen drin. Und wenn ich dann, krass, ich weiß nicht, was das für ein Duft ist. Auf jeden Fall, so sieht es dann aus, wenn es bei mir ankommt. Ich sehe jetzt hier, komm, wir fangen jetzt auch gerade einfach damit mal an. Ich sehe jetzt hier direkt ein Rituals-Produkt und das wurde vorher auch schon gespoilert. Da war eben der Deckel ab. Generell ist es ja so bei der Glossy Box, also 5 Produkte sind immer so drin. Meistens 3 Produkte hat jeder drin. Teilweise können die auch nochmal untereinander, ich sage jetzt mal, in Farbe oder Duft oder so abweichen. Aber generell ist es so, dass jeder 3 Produkte gleich hat. Also jeder in seiner Box und 2 weichen immer ab. Da gibt es dann immer noch so Alternativprodukte. Das können wir uns gleich mal im Heftchen anschauen. Ich habe hier jetzt aber erste Mal von Rituals, so rum. Happiness, the Rituals of Joy. Foaming Shower Gel, Neroli und Sandalwood. Ich weiß gar nicht, das sieht auch aus wie so eine neue Verpackung. Also ich habe ja auch schon den Glossy Box Adventskalender aufgemacht. Ja, den Glossy Box Adventskalender auch, den Rituals Adventskalender auch. Schaut es euch gerne mal an, wenn es euch interessiert, was da für ein Inhalt ist. Beide haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das hier ist aber ein neuer Duft, den kenne ich noch gar nicht. Riecht mal auch nichts. Auf jeden Fall finde ich richtig cool. Ja, also bei Rituals sagt man ja nie nein und er sagt nie, gefällt mir nicht. Einmal das Produkt. Kostet 9,50 Euro. Was ich jetzt hier gerade sehe, also es gibt einmal das hier in Gold oder es hätte es aber in Rosa gegeben, den Love Shower Foam. Gut, ich habe jetzt den Happiness. Passt, also bin ich sehr zufrieden damit. Dann schauen wir gerade mal hier, weil es gerade hier dabei ist. Da kommt der Duft her. Ja, wir haben hier von Garnier wahre Schätze ein festes Shampoo. Belebender Ingwer. Ich mach's gerade mal auf. Ich bin jetzt, das riecht richtig geil. Ich weiß nicht, wer meine Videos schon geguckt hat, der weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund von so fest, also ich nutze es einfach nicht, feste Shampoo, feste Dusche. Aber ich denke mal, das kann man auch abwandeln oder sonst einfach verschenken. Aber an sich eine coole Idee. Ich gucke jetzt gerade mal hier in dem Heftchen, was das gekostet hat. Ah, okay, ich sehe gerade, das hat nicht jeder in seiner Box. 4,99 kostet der. Das Shampoo finde ich an sich jetzt ganz cool. Ja, also wie gesagt, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt die festen Duschsachen so nutzt,
verschenken wir es oder nimm es einfach für irgendwas anderes. Dann machen wir gerade mal hier weiter. Hier haben wir von La Vera Naturkosmetik ein Re-Energizing Sleeping Cream mit Biotraube und Vitamin E, 5 in 1 Overnight-Effekt, revitalisiert das Hautbild, unterstützt die Zellerneuerung. Gegen Zeichen der Müdigkeit. Das ist cool. Habe ich auch noch nicht probiert von La Vera. Glaube ich, noch gar nichts ausprobiert. Irgendwie so, ich sag mal, für Gesicht, Körper. Doch, Duschgel hatte ich schon, stimmt gar nicht. Aber jetzt nicht irgendwie als Pflege fürs Gesicht. Aber das ist schon mal cool. Das ist aber auch wohl ein Produkt, was nicht jeder drin hat. Kostet 11,99 €. Für eine erholte und strahlende, frische Haut am Morgen greifst du dieser 100% zertifizierten Naturkosmetikcreme, die die Hautzellen über Nacht bei ihrer Regeneration unterstützt. Okay, ja cool. Ohne Mineralöle, ohne künstliche Duftfarbe, ohne Konservierungsstoffe. Probiere ich auch sehr, mag gerne aus. Und genau, generell ist es ja so mit den Produkten, wie jetzt der Duschschaum, zum Beispiel auch die Creme. Alles, was leer ist, zeige ich dir immer in einem aufgebraucht Video von dem Monat. Ich weiß, ich muss das für September noch machen. Gesammelt ist schon alles, steht auch hier schon bereit. Aber ja, Video kommt noch online. Ich habe es nicht vergessen. Dann machen wir gerade hier mal weiter mit etwas Kleinem. Von Mitchell & Peach, Flora Number 1 Fine Radiance Face Oil. Ein Gesichtsöl. 10 Milliliter haben wir hier drin. Ich glaube, das war auch ein Angeteaser, das Produkt. Ich gucke jetzt mal gerade nach, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. Genau, das hat wohl jeder in seiner Box drin. Das Öl hat eine leicht straffende Wirkung und ist reich an Vitamin E, bekannt für seine antioxidativen Eigenschaften und toppt gleich das enthaltene Vitamin B den Hautton aus. Anwendung 2 bis 3 Tropfen des Öls in die saubere Gesichtshaut einmassieren, solo oder in Kombination mit einer Pflegecreme verwenden. 47,95 € für das kleine Ding. Nee, gar nicht wahr. 47,95 € für 20 Milliliter und wir haben hier 10 Milliliter, also die Hälfte. Aber trotzdem auch teuer. Gut, aber das ist halt immer der Vorteil von so Beautyboxen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das kaufen würde, ganz ehrlich. Auch nicht für den Preis, aber ja, dazu habe ich die Boxen. Kann es ausprobieren, wenn es mir gefällt. Wird es halt nachgekauft. Und ansonsten habe ich es mal ausprobiert und fertig. Dann haben wir jetzt hier noch ein Produkt drin. Das war auch schon angeteasert. Und zwar, von wem ist denn das? Make-up ist es Science. Kryolan Male Professional Make-up Face Liner. Jetzt habe ich es. Gucke ich gerade mal. Weil, so wie es aussieht, hatte den zwar jeder in seiner Box, aber in verschiedenen Farben. Bei mir sieht es jetzt so aus, als hätte ich hier so einen, wenn man es sieht, so einen Braunton. Ja, aber so einen hellbraun. Ich weiß jetzt nicht, ob das wie so ein Kajal ist oder ob man sich damit im Gesicht rummalt, weil Faceliner. Ich gucke mal nach, was da so drin steht. Hier, dank seiner präzisen Spitze und weicher Textur betonst du je nach Farbe Augen, einzelne Gesichtszüge, Augenbrauen und oder Lippen zart und mühelos. Genau, das ist gut für alles. Also ich könnte es jetzt, gut für die Augenbrauen weiß jetzt nichts, weil ich ja dunklere Augenbrauen hätte. Ich könnte es jetzt theoretisch vielleicht als Eyeliner benutzen, wobei Eyeliner habe ich auch noch so viel. Ich guck mal. Ich gucke einfach mal, was ich damit machen könnte oder für was ich es nutze. Das Ding kostet auf jeden Fall 19,80 € pro Stück. Und da seht ihr mal, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt richtig, die, ja, die Farben, die noch hätten drin sein können. Ja, das war es auch schon. Also ich würde sagen, die Box hier ist leer. Gehen wir gerade nochmal durch, was ich jetzt hier alles in meiner Box drin hatte. Wir hatten hier einmal diesen Faceliner. Von Kryoloan, ja, jetzt habe ich es. Dann hatten wir hier von Mitchell & Peach, sorry, dieses Gesichtsöl. Dann hatte ich hier von Garnier festes Shampoo drin. Von La Vera, wie gesagt, diese Nachtcreme. Produkt Nummer 4, genau. Und dann hatte ich natürlich von Rituals diesen coolen Shower Gel. Genau, Forming Shower Gel. Jetzt schauen wir gerade mal, was noch drin sein könnte. Weil wie gesagt, 3 Produkte hat ja jeder in seiner Box. Also einmal ein Ritual-Produkt, einmal dieses Öl und einmal so ein Face-Liner in verschiedenen Farben.
Es gibt aber auch noch hier ein paar Auswahlprodukte. Das finde ich immer ganz interessant, aber auch einfach so zu vergleichen. Okay, habe ich was Cooles? Hätte ich was anderes haben wollen? Wir hätten hier noch von The Body Shop ein edelweißreiniges Konzentrat. Also ein Reiniger fürs Gesicht. Für 15 Euro 100 Milliliter. Ja, wäre jetzt auch nicht schlecht. Dann hatten wir von der Vera diese Creme, was ich habe. Dann hätten wir von TBC ein Brushy Brow Gel. 15 Euro. Das hätte so ausgesehen. Wobei ich sagen muss, bin ich ein bisschen froh, dass ich das jetzt nicht habe. Weil ich habe aktuell ein Brow Gel in Anwendung. Und dann habe ich noch ein zweites als Backup. Ja, das reicht erst einmal. Es wird 15 Euro kosten. Dann hat man, wie gesagt, dieses feste Shampoo, was ich hatte. Dann hätten wir von Balea eine Wellnesskur. 12,95, 7x1 Milliliter. Sind verschiedene Ampullen drin, die man sich einfach hätte aufs Gesicht auftragen können. Wäre jetzt auch nicht schlecht. Aber das kann ich mir auch beim DM nachkaufen, wenn ich es haben möchte. Dann hätten wir noch von Luna by Luna noch ein Brow Gel. Okay. Zwei verschiedene Brow Gels. Naja, gut. Ja. 12,70 Euro hätte es gekostet. Wie viel hat denn das andere gekostet? 15 Euro. Ja, okay, finde ich jetzt. Ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt zwei verschiedene Brow Gels drin sein müssen als Auswahl. Bin ich auch ein bisschen froh, dass ich es jetzt nicht drin habe, wie gesagt, weil ich halt einfach. Was ist hier? Scheiß Fliege. Die leben auch immer noch. Weil ich halt einfach schon Brow Gel habe. Einmal jetzt in Anwendung oder aber dann auch im Backup. Von daher finde ich eigentlich, ja, meine Auswahl richtig cool. Ich gucke jetzt gerade, ob hier noch irgendwie was da drin steht, was hier mit der nächsten Box ist. Ah ja. Im November haben wir Rock and Glam Edition. Steht hier, nee, da steht noch nichts drin. Nee. Ich dachte, vielleicht, da gibt es ja schon einen Spoiler oder so. Nö. Ja. Jetzt halten wir mal wieder hier. Also diese Box hier ist jetzt, ja, hatten wir mal wieder so Special Design, sage ich mal. Weil ich ja bei der Birthday Box war ich ein bisschen, ja, ein bisschen nicht traurig, aber ich fand es halt einfach blöd, dass es die Standard rosa Box war und nur mit so einem, ja, Umschlag drum, sage ich mal. Klar. Kann man auch weiter verschenken, aber es wäre cooler gewesen, wenn es so eine direkte Special Box wäre. Nicht nur mit so einem Pappumschlag drumherum. Egal, also die Box hier, die wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Ich heb die halt immer auch total gerne teilweise auf. Oder verschenke so weiter, aber die bleibt auf jeden Fall bei mir, weil die halt ein cooles Design hat. Diese Standardfarben, rosa, ich habe so viele rosa in der Boxen, die werden dann immer weiter verschenkt. Gut, nee, dann würde ich sagen, das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ja sonst gerne einen Daumen hoch da. Wie gesagt, ich schreibe euch unten wieder in die Beschreibung die Produkte, die drin waren, auch was sie gekostet haben, die ich jetzt in meiner Box hatte. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann, tschüss.